Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch das Spiel Hattrick.org vorstellen. Das Spiel ist, wie ihr sehen könnt, ein strategisches Fußballmanager-Spiel. Also es ist nicht irgendwie so wie FIFA, wo ihr selber aktiv zocken müsst und irgendwie Packs kaufen müsst und so weiter. Ist absolut nicht so. Es ist wirklich taktisch und strategisch ausgelegt. Warum ist dieses Spiel so genial? Wir gehen jetzt zuerst mal da auf diese Punkte hier und dann werde ich noch meine Meinung sagen und dann werden wir auch sehen, wie ihr da den Verein euch anmelden könnt. Ihr seht da Manager aus 128 Ländern. Es spielen extrem viele Länder mit. Wenn wir da durchgehen, seht ihr da Island, sehe ich da Kolumbien, Kamerun, Brasilien, Malta, Mexiko, Singapur und so weiter. Spielen alles. Also in jedem Land gibt es irgendwie Manager, die dort spielen. Das ist wirklich sehr cool. Und ja, man kann da mit denen auch in Kontakt treten, irgendwie über ein Forum und so weiter, wenn ihr das wollt. Das werden wir aber alles noch später ansehen. Dann, man benötigt eine Strategie zum Gewinnen. Wie in jedem Spiel muss man sich ein bisschen etwas überlegen, wenn es natürlich um Strategie geht. Sprich, ihr könnt auch das schwächere Team haben zum Teil. Und trotzdem gewinnen, wenn eure Taktik einfach genial ist. Das eben Taktik, zum Beispiel irgendwie Weitschuss-Taktik gibt es zum Beispiel, oder Kreativ-Spielen-Taktik, oder Angriff über die Flügel und so weiter. Das werden wir aber alles noch sehen, wie gesagt. Einfacher Einstieg, das ist wirklich so, der Einstieg ist sehr, sehr einfach. Sie haben es auch ein bisschen noch einfacher gemacht über diese Zeit. Also wirklich sehr, sehr easy. Was aber natürlich ist, man benötigt eine Strategie zum Gewinnen, ein bisschen beißen sich die zwei Punkte ein, auch, oder wobei auch nicht. Der Einstieg ist zwar einfach, aber ihr müsst danach wirklich auch ein bisschen überlegen. Also je länger ihr das Spiel spielt, desto besser ihr werdet, je mehr müsst ihr überlegen. Dann keine Pay-to-Win-Funktion. Ich glaube, da hat eigentlich Hattrick wirklich einen Applaus verdient, dass sie das bis zum Jahre 2017 noch durchgehalten haben, dass das Spiel wirklich nicht Pay-to-Win ist. Also wirklich, da muss man wirklich sagen, Hut ab, dass es noch ein Spiel gibt, sogar ein Browser-Spiel, das sogar gut ist, also das ist wirklich genial. Dann eine große aktive Fußball-Community, im Moment spielen 250.000 ungefähr und waren mal mehr, es waren mal glaube ich sogar 1 Million ungefähr, das war krass diese Zeit, aber eben, das war einmal. Und was ihr da natürlich auch sehr schön groß sieht, kostenlos spielbar. Und ihr seht ja nicht irgendwie noch ein Sternchen oder so, es ist wirklich so. Ihr könnt das genau gleich spielen, wenn ihr jetzt irgendwie ein Supporter-Package kauft oder ob ihr gar nichts kauft. Was Supporter-Packages sind, werden wir auch noch drauf kommen. So, dann seht ihr da noch die Nationalmannschaft Schweiz. Das Spiel hat auch Nationalmannschaften mit, und U20. Nationalmannschaften sozusagen, oder U20 Mannschaften von jedem Land. Ihr seht da jetzt, der Nationaltrainer der Schweiz ist Mr. Scout. Seht ihr noch ein paar Infos dazu und der Rang, der aktuelle Rang der Schweizer Nationalmannschaft. Ist jetzt Platz 17. Ihr seht da von 128, das ist eigentlich okay. Dann seht ihr da auch, es gibt Apps, alles gratis, also die Apps sind gratis. Ihr könnt es herunterladen, brauchen und das geht alles. Da seht ihr noch ein paar Zahlen für die, die irgendwie ein bisschen Zahlen gerne haben. Seht ihr gerade, wie viele Manager online sind? 9736. Aktive Sprachen, 55. Das ist recht viel, meiner Meinung nach. Spiele in der letzten Woche über 600.000 und Forenbeiträge nur gestern. Das sind 20.000, das ist auch schon viel. Da sehen wir noch ein bisschen mehr im Manager, man benötigt eine Strategie, der Einstieg ist einfach, keine Pay-to-Win-Funktion, große aktive Fußball-Community, aber eben diese Punkte haben wir schon. Dann das Video, das wollen wir jetzt nicht anschauen, das Video ist meiner Meinung nach auch eher ein bisschen, ja, nicht gerade das Beste und ist ja aber egal. Dann seht ihr hier Facebook, Twitter, YouTube, das ist da alles vorhanden. Hattrick, das ist die App, wenn ich mich nicht täusche. Wikipedia, das kenne ich nicht, das auch nicht. Spielt aber auch nicht eine große Rolle. Am Anfang seid ihr eigentlich sowieso nur hier. So, nun ein bisschen zu mir.
Ich habe Hattrick im Sommer 2008 begonnen zu spielen, habe ihn aber im 2013 oder 2014, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube 2013 aufgehört zu spielen. Ja, ich weiß nicht mehr genau warum, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall habe ich das Hattrick-Fieber wieder gepackt. Ich bin wieder aktiv im Spielen, vor allem jetzt, wenn ich gute Zeit habe dafür. Und es macht wirklich Spaß. Ich kann es nicht anders sagen, es ist wirklich cool. So, ihr seht jetzt da hier. Ihr könnt euch einerseits mit Facebook anmelden. Das ist eigentlich ja, recht Standard geworden, dass man sich irgendwie mit Facebook, Google Plus oder sonst irgendetwas anmelden kann. Und dann habt ihr eigentlich direkt ein Team. Also es geht schnell und ja, ich weiß nicht genau, ich habe das noch nie gemacht mit Facebook, beziehungsweise ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da welche E-Mail es dann euch nimmt, weil ihr müsst da eine korrekte E-Mail-Adresse haben. Ihr könnt die auch ändern und ja. Ihr seht hier Login-Name. Ihr könnt euren Login-Namen wählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen nehme, Mr. Gabriel 8, dann seht ihr hier, dieser Name ist bereits gegeben, vergeben. Also müsst ihr einen anderen auswählen. Das Passwort müsst ihr einfach zweimal eingeben. Ist ja klar, warum, wenn ihr einen Fehler macht, dann wird der Fehler nicht übernommen, sozusagen, weil es dann nicht geht. Dann eben eine E-Mail, also eben, ihr müsst nur das oder das machen. Also, das habe ich vielleicht nicht ganz gesagt. Also, entweder Facebook oder diesen Part hier. Also, Facebook oder hier, das alles, genau. E-Mail wäre gut, eben, wenn ihr einfach darauf Zugriff hättet, dann geht es ganz easy. Dann seht ihr hier Land. Eben, da ich in der Schweiz wohne, wird bei mir Schweiz angezeigt. Ihr könnt je nachdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnt, aber irgendwie eigentlich euch mehr verbunden fühlt mit der Türkei und irgendwie, keine Ahnung, in, oh mein Gott, das hat ja extrem viele Regionen in der Türkei, irgendwie von Manisa kommt und so weiter, dann könnt ihr auch dort euren Verein beantragen. Dauert einfach ein bisschen länger und man hat eigentlich nicht wirklich Vorteile. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Dann der Vereinname, das sollte eigentlich klar sein, wie euer Verein heißt. Dann noch hier das Häkchen setzen, auf Anmelden klicken und dann geht's weiter. Dann werdet ihr eine Mail bekommen, wenn euer Verein aufgeschaltet wird. Normalerweise dauert das nur irgendwie 5 oder 10 Minuten, es geht sehr schnell und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen mit der Manager-Lizenz. Da werde ich dann euch auch noch ein bisschen helfen, ein bisschen auf die Sprünge helfen, damit das alles gut geht. So, das war's für das Erste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute.